Puh, jo Leute, ich bin's wieder Ali und ich muss einige Dinge klarstellen. Aus diesem Grund wird es ein kurzes Video. Diese Dinge beziehen sich auf Fragen, die mir immer und immer wieder gestellt werden. Fragen wie, Ali, kannst du mir deine Skype-ID geben? Diese Frage wird mir 5 bis 10 Mal in der Woche gestellt. Kein Scherz, 5 bis 10 Mal in der Woche. Okay Leute, geht einfach mal auf meinen Channel, schaut links, da steht's, ich add nur Freunde und Bekannte hinzu. Also nehmt es nicht persönlich, ich mag euch. Ich finde euch großartig, ich finde es toll, dass ihr mich abonniert habt, dass ihr kommentiert und dass ihr bewertet. Aber ihr müsst Verständnis haben. Wenn ich jeden einzelnen von euch adden würde in Skype, dann hätte ich über 1000 Kontakte, die mit mir reden wollen und das wäre einfach zu viel. Aus diesem Grund werden diese Art von Fragen ignoriert, also habt einfach Verständnis und fragt nicht mehr weiter. Sobald ich nichts mit euch zu tun habe. In dem Sinne, also persönlich. Okay, dann gibt es noch die andere Frage. Wo finde ich die und die ISO, beziehungsweise Room? Also vor allem bei Paper Mario 2 wird mir das aufgestellt. Wo finde ich die Paper Mario 2 ISO, beziehungsweise Room? Ich kann euch einfach nur sagen, schmeißt Google an und sucht selbst. Ja, tut mir leid, aber ich denk doch mal darüber nach. Ich finde es nicht korrekt, wenn ich jetzt irgendwelche Seiten zu irgendwelchen Rooms herausgeben würde. Das wäre meiner Meinung nach nicht korrekt. Und das ist einfach mein Stil. Tut mir leid. Sucht einfach selbst, benutzt Google, ihr könnt es. Ich glaube an euch. So, und dann gibt es noch eine dritte Sache, die sich nicht auf euch beruht, sondern auf meinen Let's Play-Verlauf. Und zwar werde ich das in Zukunft so machen, dass sobald ich Half-Life-Zeit durch habe, und das werde ich definitiv noch vor Paper Mario 2 schaffen, dass ich dann nur noch Paper Mario 2 spiele, also immer jeweils ein Spiel. Weil mir ist aufgefallen, dass drei Spiele gleichzeitig für mich, das ist ein bisschen zu viel. Einige Leute laden 3 bis 5 Videos am Tag hoch, weil sie viel Zeit haben. Ich habe in letzter Zeit wenig Zeit und aus diesem Grund werde ich jeweils nur ein Spiel spielen. Ich weiß, für einige ist das ein Nachteil, aber seht die Vorteile darin. Ich war ja in letzter Zeit immer ein wenig inaktiv. Und das ist auch ein Grund. Und sobald ich nur ein Spiel spiele, also jeweils nur ein Spiel und sagen wir mal 2 Folgen am Tag hochlade, bin ich wieder komplett aktiv, weil ich kein Problem habe, nur ein Spiel zu spielen. Also, ich hoffe, ihr habt Verständnis für diese 3 Dinge und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Paper Mario 2 bzw. Half-Life 2. Also Leute, guten Abend.